Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Ja. Wir haben schön hier das Schiebedach aufgemacht, sind in München und fahren ein bisschen durch die Stadt. Ich habe eine Frage. Was ist denn jetzt los? Zwischen Schoki Banoki und on the road. Lässt du da immer extra Platz für eine Werbepause oder was? Ja, ja, da wird immer. Blendest du dann irgendwie. Dieser Spot wurde Ihnen präsentiert von Schnüffelpuff. On the road kommt dann, genau. Okay. Ja. Schnüffelpüff ist auch interessant. Ja. Ja. Wir haben euch heute wieder, das haben wir mitgebracht. Kuriose Gesetze hast du Gesetze. Ja. Bin ich mal gespannt, was für kuriose Gesetze du da vortragen möchtest von deiner tollen Moderationskarte. Zeig's mal. Oh. Wie jeder weiß, aber keinen interessiert's. 99,7834999% aller kuriosen Gesetze kommen aus den Vereinigten Staaten. Richtig. Richtig. Aus dem Land, wo Cowboys noch mit Gummibärchen schießen dürfen. Ja. Und Schießen ist auch eine hervorragende Überleitung, das habe ich mir ganz häufig gemacht. In der Kleinstadt Connorsville in Wisconsin. Oh, Wisconsin. Wisconsin, hört's ein bisschen Wisconsin. Ist es illegal, wenn ein Mann einen Schuss aus einem Gewehr abfeuert, während seine Frau einen Orgasmus hat? Also, man muss sich vorstellen. Die Frau. Ich komme. Und er fängt schon an. Tschak, tschak. Badam! Ja, weil damit sie alle mitkriegen! Ich kann meine Frau befriedigen. Ja, da guckst du. Ja. Ja, aber der muss ja das Gewehr dann währenddessen die ganze Zeit im Anschlag haben. Nur wenn er. Also, du gehst ja davon aus, dass er daran beteiligt ist. Ach so, sie sitzt da und hat vielleicht irgendwie entweder alleine oder mit anderen Leuten. Genau. Ja, und er sitzt da und sagt dann so, okay, sobald es soweit ist, werde ich abfeuern. Genau. Badabing, aber das ist unzulässig mittlerweile. Genau. In Wisconsin. In Wisconsin, um genau zu sein, in Connorsville, Wisconsin. Weißt du, woran ich immer bei Wisconsin denken muss? Es gab mal einen hervorragenden Film, Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective. Au! Genau. Und da kam einer und hat irgendwas gefragt, so Touristenfamilie. Und da hat er gesagt, wo kommt ihr denn her? Und sagt er, nein, wir kommen aus Wisconsin. Und sagt Ford Fairlane, und ich komme aus dem Schwanz meines Alten. Bam! So antwortet man auf Wisconsin. So viel nur am Rande. Kannst du ja später ausschneiden. Ja, nee, mach ich auf jeden Fall. Ja. 1837 wurde ein Gesetz verabschiedet und erst 1974 aufgehoben. Und zwar handelt es sich um ein texanisches Gesetz. The Lone Star, ne? Ihr wisst ja, Texas, der Bundesstaat mit dem einen Stern auf der Flagge. Und dieses Gesetz erlaubt es allen Ehemännern, den auf frischer Tat ertappten Liebhabern ihrer Frau zu erschießen, ohne irgendwelche Folgen juristischer Art. Ja. Ja. Also man darf den als Gehörnter darf man dem Hörnenden eine Kugel in den Kopf jagen. War das grammatikalisch richtig? Dem Hörnenden? Ja, derjenige, der hört. Ist das nicht der Verhörnerer? Was guckt er mich denn an? Da ist eine Frau über die Straße gelaufen, die ist ungefähr 8 Jahre alt. Soll ich die überfahren, du Nudel, oder was? Ich glaube, das macht man hier so. Mann, auf jeden Fall. Der Verhörnte, genau. Der Verhörnte. Im Grunde genommen ist das Gesetz gar nicht so verkehrt. Stell dir mal vor, du willst dich von deiner Frau trennen. Absoluter Besen, also du in weiblich. Und hast aber keinen Bock irgendwie Scheidung und Unterhalt und Pipapo. Dann sagst du hier, Kollege, man darf ja nur ihn erschießen. Ah, stimmt. Man kann nur ihn erschießen. Ja. Das heißt, okay, hier ist ein neuer Plan. Mhm. Frau bekommt kostenlos von Mann eine Geschlechtsumwandlung bezahlt. Ja. Wird dazu gezwungen, mit einer anderen Frau zu schlafen. Ja. Und erschießt dann den Mann, / known as AK-Frau. Ja, ja, das ist schlüssig. Wir werden gleich abgeholt, aus dem Wagen gezerrt, in eine Zwangsjacke reingepackt und wegtransportiert. Okay. Wir sind auf dem Weg. Ja. Duck dich! Ja. Das war knapp. Cheerio, Misso, wir müssen weg. Nächste Folge aus der Gummizelle. Bis dann. Ciao.